So, guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen wieder bei Peru Plays. Ich bin der Peru und wir zocken heute Elite Dangerous Space Trucking mit der wundervollen Staffel GIOC. Sieht ihr hier unten auch noch eingeblendet. Und wir werden heute richtig fett Kohle machen, hoffe ich. Und wenn ihr Bock habt, natürlich auch mal mitzufliegen. Gerne, wir suchen noch Händler, Abenteurer, Explorer für unsere Staffel. Könnt euch gerne in-game bewerben. Wie gesagt, Staffelname ist unten noch eingeblendet. So, und ich hoffe, unsere Jungs hier sind schon heiß drauf. So, und wir haben schüchterne Menschen, die werdet ihr nicht hören. Wir haben andere Menschen, die ganz einfach Rampensäue sind. Wie zum Beispiel unser Chris, ich grüße dich. Der sich nicht nehmen lassen wird, mich hier heute natürlich auch mit zu begleiten. So, und wir werden heute ein bisschen Space Trucking machen, ein bisschen gemütlich, ein bisschen schnacken, ein bisschen zocken. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen zum Spiel habt oder dabei sein wollt, schreibt es mir einfach in den Chat und dann läuft die ganze Sache. So, damit haben wir die Formalitäten erledigt. Ist durch. So, Chris, wollen wir mit Einzelaufträgen anfangen oder willst du oder wollen wir gleich mit den Aufträgen starten, die wir gesammelt haben? Okay. Ja, gut. Ja, hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Also, ich habe ihm geschrieben. Also, ja, dann würde ich sagen, da, ja, da mache ich was ganz anderes. Dann schnappe ich mir mal erstmal ein paar Passagiere. Dann hole ich erstmal hier unsere Luxusjacht aus dem Hangar und schippe mal so ein paar Touris durch die Gegend. Das ist dann ja auch ganz nice. Nee, Problem ist sowieso nicht. Problem sowieso nicht. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, könnten wir die 50er teilweise zu zweit wiegen. Aber wir haben ja zwei T9er, ne? Also insofern, wenn es zwei dann nur wären, im schlimmsten Fall, was ich jetzt nicht hoffe, aber. Richtig. Wo wir gerade bei Gewinnspanne sind, ich bin gerade beim Ladebildschirm, beim Wechsel der Fahrzeuge, da sieht man gerade den aktuellen Kontostand. Ja, unser lieber Chris möchte ja den Rekord brechen. Wie schnell kann ich als Neuling im Spiel einen Carrier meinen eigenen nennen? Sollen wir mal sehen, ob die Staffelleitung das zuerst schafft oder der Chris? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, genau. Ja, ach so, übrigens, im Hintergrund hören Sie ab und zu ein Bordcomputer, hört sich an wie ein Kind. Ist es nicht, ist ein Bordcomputer. Ja, also, wir dachten, nimm mal eine originale Stimme, ja. Die normale deutsche Gerhard-Stimme kann ja jeder nehmen, also haben wir uns für eine andere Stimme entschieden. Auch wenn die Anweisungen dieses Bordcomputers nicht immer klar ersichtlich sind. Yes. So, ich hoffe mal, dass wir ein paar Massenaufträge hier haben für das große Teil, ja. So. Die Never Come Back Airlines, ja. Sie buchen, wir fluchen. Ach nee, umgekehrt. Wir buchen, sie fluchen. So, wenn Schuh draus. Ach guck mal, geht hier doch gleich los hier. Entwicklungshelfer, passt ja. Was haben wir hier noch? Touristenentwicklung. Ach, ist doch herrlich. Komm hier, da können wir ja schon mal was reißen hier. Also früher, ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das Gefühl, die Passagieraufträge vom Umsatz haben die ganz schön zurückgefahren. Also ich habe das Gefühl, dass die vorher mehr waren. Ja. Gerade diese Massentransporte, ne? Die waren eigentlich doch, habe ich deutlich höher in Erinnerung. Ja, genau. Ja. Was? Hunderte von Millionen? What? Okay.
Ja, natürlich. Ja. Also ich denke mal bestimmt beim Kollegen Alp. Da gibt es bestimmt was zu dem Thema zu sehen. Ja. Also ich finde ja seine Videos immer noch phänomenal, ne? Also gerade während so als Einsteiger findet man da immer noch sehr viele Sachen, die immer noch aktuell sind und die dir wirklich weiterhelfen. Und der hat eine gute Art zu erklären, finde ich. Nee, der. Ja. Ja, ich weiß nicht, was bei dem los ist. Weißt du, er hat sich ja sehr groß theatralisch auch so verabschiedet, sehr tränenreich. War ja auch sehr schade, dass er damals aufgehört hat, wegen seiner Beziehung auch wahrscheinlich. Ich hoffe nicht, dass er jetzt wieder Single ist, wegen Elite Dangerous. Aber er ist ja jetzt wieder dabei irgendwie, ne? Also nicht ganz so regelmäßig, aber ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, na gut, eine Zockerehe oder Beziehung ist natürlich das Optimum, ne? Das ist. Fängst jetzt an wie Karl hier, ne? Der ist auch immer mit seinem Assistenten am Reden hier. Finde ich auch immer lustig. Oh, okay. Ich habe mir mal überlegt, es müsste doch witzig sein, wenn man sich zwei solche Systeme holt. Und beide aktiviert und man lässt die beiden einfach mal miteinander quatschen. Würde mich mal interessieren, was die sich zu erzählen haben. Ja, das ist. Ja. Richtig. Ich meine, theoretisch mit den Furbies hat es ja auch geklappt. Die konnten sich ja auch miteinander unterhalten. Kennst du die Dinger noch? Furby? Ach du lieber Himmel. Und die haben miteinander gequatscht. Ach du lieber Himmel, ey. Nein, das ist ja halt das Schlimme. Ja. Ja. Richtig, richtig. Ja. Insofern waren sie witzig, konnten aber dann auch nervig werden, weil die haben nicht mehr aufgehört. Das ist. Da musstest du echt wie beim Vogel so ein Tuch überwerfen, dass da mal Ruhe in der Kiste war. Ganz weit nach unten. So, guck mal, jetzt werfen wir mal so einen wunderschönen Blick hier. Ich werde heute extra mal so für die Zuschauer mal so ein paar Kameraeinsichten einblenden. Gönnt man sich, finde ich, im Spiel viel zu selten, die Kameraansichten von außen, ne? Ja. 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 Ja, aber auf der anderen Seite siehst du von außen beim Landen viele liebevolle Details, ne? Also so Flügelteile, die sich einklappen, ausklappen, etc. Da gibt's schon sehr schöne Sachen, ne? Also da wollen wir mal nichts wegtun. Und dann, wie gesagt, wie du schon sagst, ne? Einige Sachen sehen dann anders aus, als es eigentlich ist. Du setzt eigentlich immer ja relativ, jetzt nicht hart auf, aber da ist immer dieses Nachfedern, was du gerade sagst, ne? Das siehst du. Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass eine Beluga so glatt landet, ja, mit dem Gewicht. Das glaube ich nicht. Nein. Ja. Kann man machen, ja. Kann man machen. So, und jetzt haben wir gerade ein richtig geiles Live-Event. Ich kann meinen. Ich kann meinen Frameshift nicht starten. Was geht denn jetzt ab? Sehr interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Nee, nee, nee. Ich bin ja mit dem schon geflogen. Sehr, sehr interessant. Wie kann der Feind in Reichweite? Das ist doch alles Blödsinn. Habe ich jetzt die Einstellung hier verändert von dem? Jetzt muss ich mal gleich gucken, nicht, dass meine Einstellung hier verändert hat in der Steuerung. So. Ah, guck mal hier.
Nee, das kommt, weil ich vorhin rumgefummelt habe wegen diesem Drecks PSVR-Set, weil ich da ja probieren wollte mit der Kopfbewegung, ne? Und da habe ich natürlich dann schaltet er natürlich automatisch um auf die benutzerdefinierte Steuerung und hat sie dementsprechend natürlich geändert. Das ist das. Also jetzt bin ich ja gerade ein bisschen verrückt. Das ist ja, das ist irre jetzt. Das ist jetzt wirklich irre. Das ist, man kommt sich vor wie der größte Honk, ja? Es ist. Ja, natürlich, da kommt die Fail-Einblendung. Und ihr könnt ja da zu Hause, wenn ihr mitgeschaut, ja immer so Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ich heute einen Fail reinhau, vielleicht mache ich es sogar absichtlich, dann müsst ihr einen trinken. Wird ein witziger Abend. Das, kennst du Schläferz? Das war auch. Das wäre ein schöner Fail für den Livestream gewesen. Aber ja, zu spät. So, jetzt gucken wir nochmal in der Steuerungsbewegung. Ja, genau, Brommelhit. Ist klar. Das ist aber auch jetzt wirklich das erste Mal, dass mir das passiert, dass er die Steuerung so. Weil das habe ich ja gar nicht geändert. So, schauen wir mal. Nach links sehen, nach rechts sehen. Und da finde ich, haben sie einen Fehler gemacht in den Optionen, dass du eine Standardeinstellung hast, auf die du es wieder zurückstellen kannst. Hast du hier nicht. Weil als Voreinstellung hast du immer klassisch Kontext oder Standardkontext. Jetzt habe ich eben den klassischen versucht. Jetzt gehe ich nochmal auf den Standard. Ansonsten wird das hier die Sonderfolge Lost in Space. Nee, aber jetzt, es funktioniert. Preist den Herrn. So, jetzt kann es losgehen. Ach komm, wir haben hier, Stewardessen, die schütten Alkohol aus. Das geht. Ja, das ist, läuft. Also die kriegen wir schon beschäftigt, keine Sorge. Ich habe übrigens letztens ein interessantes Video gefunden, das muss ich mir mal anschauen, warum es sinnvoll ist, manchmal ohne Stabilisator zu fliegen. Ich weiß jetzt nicht, wo das sinnvoll sein soll. Ich habe da jetzt überhaupt gar keinen Ball, wo das jetzt Sinn machen würde. Also ist natürlich eine besondere Herausforderung, aber wo soll das Sinn machen? Vielleicht im Dogfight oder so, ich weiß es nicht. Wenn man es beherrscht. Aber du driftest ja auch so, ne? Oh, guck mal, und schon werde ich abgefangen hier. Ja. Vielleicht, ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Ja, kommt aber auch noch. Also das wird. Ja. Ja gut, das soll ja auch hauptmäßig so bleiben. Aber harmlos ist mir zu harmlos im Rang. Also das geht nicht. Und da werde ich dringend noch was dran machen. Ja, guck mal, hier Kraftdepot, ne? Wenn ich jetzt nicht Passagierschiff wäre, hätte ich hier jetzt noch schön Edelmetalle einsacken können. Übrigens, ich habe jetzt gelesen, es scheint so auszusehen. Die haben ja das Odyssey, die neue DLC, angekündigt, eben halt für Frühjahr dieses Jahres. Also jetzt sieht es so aus, als wenn im Frühjahr für PC kommt und für die Konsolen erst im Herbst. Ich muss nur mal checken, inwieweit das tatsächlich so ist. Bin jetzt heute auch noch nicht zugekommen, auf der Frontier-Seite mal zu gucken. Und, es könnte durchaus sein, wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass es doch eventuell, vielleicht unter Umständen sogar für die Konsolenbesitzer mit Odyssey auch VR gibt.
Also PC wird es auch kriegen, wieder VR, aber da ist ja sowieso standardmäßig dabei. Aber vielleicht im Hinblick auf die 5er Generation von PlayStation, dass sie da dann doch die VR-Option aktivieren, ne? So, schauen wir uns hier mal schön kurz um in der wunderschönen Beluga. Hier sind noch Sitze frei, Ladies and Gentlemen. Für Beifahrer, Beisitzer. Ja, und wegen Corona hier. Hier, die Beluga hat 1,5 Meter Abstand. Hallo? Also wenn ich hier rüber gucke, das sind bei den Sitzen links und rechts von mir definitiv 1,5 Meter. Also das Ding ist safe. Also noch vorbildlicher ist natürlich die T9, ne? Da sitzt ja deine ganze Crew unter dir. Was ich ja auch sehr witzig finde. Ja, das sowieso. Das steht ja völlig außer Frage hier. Na, ich bin gleich beschätzt jetzt gerade. Nee, aber. Ups. Wir hätten eigentlich aufgrund der Corona-Lage alle mit Helm fliegen müssen, ne? Ist euch klar. Ja, dann. Das ist eine gute Einstellung. Sehr mitarbeiterfreundlich auch, by the way. Sklaven, ist klar. Es auch. Ja gut, also ich bin ja recht human. Also ich habe selbst, ich bin ein Mensch mit einer langen Geduldsschnur. Bislang habe ich noch keinen Touristen irgendwie, wenn mir auf den Sack ging, verkauft. Das rechne ich mir selber jetzt menschlich hoch an. Ja, also wir alle wissen, wie sehr hier die Fluggäste manchmal nerven können, gerade die Touristen. Aber bis jetzt habe ich auf entsprechende Angebote noch nicht reagiert. Das war mir klar. Das war mir völlig klar. Das ist ja das Schlimme. Ich traue es dir zu. Ja, du bist ja eher Ferengi als sonst was. Also Leute, ihr müsst das schon. Ihr dürft euch nichts dabei denken. Die sind alle Star Trek gestört hier. Das ist. Elite Dangerous, das Star Trek-Spiel, das wir nie hatten. Richtig, ja. Ne, Frontier. Ne, hier, das wäre doch mal was. Star Trek Add-on. Dann kann man wirklich mal eine fünfjährige Mission fliegen. Wahrhaftig. Oder länger. Ja, Papa, guck mal. ich bitte darum. Bitte? Du, Moment, Moment, du bist die arme Sau. Wobei, bitte? Wobei bist du eine arme Sau? Wie, ach, ja, natürlich. Ist klar. Ja. Sag mal, kann es sein, dass du hier noch was ganz anderes kompensieren willst, mein Freund? Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ja, das muss ich. Ja, wir sind hier live. Hallo, ich kann doch jetzt hier. Hallo? Definitiv. Ich sagte schon, unser verstorbener Bundesminister aus Schleswig-Holstein. Ich gebe mein Ehrenwort, ja? Nee, ich hätte das heute schon gern hingekriegt mit der VR-Brille, dass man sich so ein bisschen im Cockpit wenigstens umsehen kann. Naja, kann ich alles haben.
So, das sieht doch hier ganz gut aus. So, Matze, ich gehe mal davon aus, dass du dein Mikrofon ausgeschaltet hast, aber mich hörst, oder? Wunderbar. So, wo der Chris gerade weg ist, für euch da draußen nochmal der Hinweis. Wir suchen natürlich für diese nette, sympathische Flotte noch natürlich Rekruten bzw. Commanders, die so unterwegs sind als Händler, Explorer, vielleicht auch als Abbauspezialist, können wir auch gut gebrauchen. Und wenn ihr da Bock drauf habt oder Infos zu haben wollt, das ist die German Explorers of Colonia. Keine Angst, wir sind nicht nur in Colonia, sondern natürlich auch in der Bubble tätig. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann einfach mal in-game eine Bewerbung schicken oder ihr sprecht mich einfach an im Spiel oder eben halt über PS4. Wir spielen ja auf der PS4. Natürlich unter meinem Nickname Peru 4171. Soweit dazu. So, Kraftdepot haben wir erreicht. Da wollen wir schnell landen hier. Ja, dann schauen wir doch mal, ob unser Kollege Karl noch vorbeischaut. Ja, du hast es ja schon angedroht hier, ne? Ja, dann geht es richtig los hier mit Space Trucking. Also ihr da draußen könnt euch schon mal hier Bierchen oder Cola und Chips schon mal bereitlegen. Alternativ. Ja, wir haben schon gesagt, unter 50 Millionen lassen wir die Kisten noch nicht mal mehr an, ne? Das ist... Also wir sind schon ein bisschen Snob geworden in den letzten Tagen hier, ne? Wir sind schon ein bisschen Snob geworden. Muss man ehrlich zugeben. Also in der Zusammensetzung, ja. Ja, also definitiv. Also ich muss es den Leuten hier auch mal zeigen. Also wir spielen ja in der Zusammensetzung jetzt erst eine Woche zusammen. Und sagen wir mal so, der Hardcore-Kern hier, so mit drei Leuten, weil die wirklich hier regelmäßig fast jeden Tag fliegen, gehen wir mal unter Staffeln. Haben uns schon in die Top 10 reingeschlichen hier im Handel. Ihr seht es hier aktuell auf Platz 8. Wir waren schon weiter. Wir waren auf Platz 6 oder 7, ne? Diese Woche. 7. 7. Ja. Aber da geht natürlich noch mehr, ne? Keine Frage. Commanders wäre das natürlich eine Sache. Ja, da hast du völlig recht. Oder in die Top 1. Haha. Ja, natürlich. Grüße an die Kollegen übrigens, unsere Verbündeten in Helgoland, in Kolonia. Als Fraktion jedenfalls. So. Dann liefern wir mal hier die Touris, wollte ich schon sagen, die Helfer hier ab. Im Hintergrund wird schon mal die Bude zerlegt. Die Bude wird erstmal auf eine Ebene gelegt, damit er. Oh, die Selbstverletzungsgefahr steigt da gerade. Man hört es im Hintergrund. Ja. Ja, die Tür kann nicht sprechen. Da muss es irgendjemand übernehmen. Das ist. Habe ich schon erwähnt, dass unsere Staffel familienfreundlich ist? Siehst du, wollte ich gerade sagen hier. Familien- und anfängerfreundlich. So. Ja. Alles klar. Genau, Chris. Bis später. Werden wir gleich wieder hören, den Kollegen. Und ja, wir haben jetzt hier unseren Club abgeliefert. Können wir ja gleich mal nachladen hier. So. Ja, so Massentransport wäre nicht schlecht. Aber die sind wirklich. Boah, sind die runtergegangen vom Wert, die Passagierflüge. Na, hier, die Touristen sind noch das Beste hiermit. Na gut, da haben wir dann die Touristen ein. In die Business Class. Matze, du machst gerade Einzelaufträge, nehme ich an, oder?
Ein Mann der kurzen Worte. Klar, deutlich, einprägsam. So, wo geht's hier hin? Nach Kizawa Vision. Hattest du noch ein paar Aufträge gefunden für nachher, Matze? Ja. Auch wieder hier unsere Bernhardiner-Aufträge. Ah, schön. Ah ja, der neue Chef, die Clipper. Ich nenne es immer das Space Shuttle, weil die Front, finde ich, sieht original wie ein Space Shuttle aus. Genauso bei der Cutter, ja. Auch. Ja. Ja, ich finde die imperialen Schiffe eigentlich von der Optik mit am schönsten im Spiel. Rundenhals, danke für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Würde mich aber interessieren, ob der Rundenhals auch hier Elite Dangerous zockt. Vielleicht schreibt er uns ja noch hier. So. Mal wieder einordnen hier. So. Ihr merkt das schon, ich muss heute hier so. Ich bin noch ein bisschen vogelig hier in der Steuerung. Und ich muss jetzt mal ein bisschen hier. Ich bin noch nicht lange wach. Ich hatte mich mittags hingelegt. Bis 7 durchgepennt, muss ich zu meiner Schande sagen. Es ist wirklich unglaublich. Man ist zu viel zu Hause. Man hat zu viel Zeit zum Schlafen. Das ist das Schlimme. Aber so langsam wird es hier besser. So, Fallendal, da wollen wir hin. Da können wir eigentlich dann schon gleich wieder in den Frameshift gehen. Diana, ich grüße dich. Jo, wir machen heute ein bisschen Space Trucking Elite Dangerous, mal wieder mal ein bisschen was anderes. Diana, wie kommst du voran mit Planet Coaster? Hast du dir auch geholt? Habe ich ja gesehen. Wenn du da Probleme hast, kannst du mir schreiben, ne? Beziehungsweise ich habe ja ein paar Tutorials bei YouTube reingestellt. So, Kizawa, das war doch wieder so eine Drecksplanetlandung, oder? Nee, Gott sei Dank. Das ist eine Station. Schön. In der Testungsphase, okay. Ja, also es empfiehlt sich dir auf jeden Fall, dass du vorher bei Planet Coaster den Karrieremodus machst. Weil das ist gleichzeitig Tutorial und das haben die richtig gut gemacht. Also da kannst du nichts falsch machen. Also kannst du schon, aber die helfen dir da. Werde ich auch mal wieder streamen, Planet Coaster. Hab ich als fällt mir gerade ein, habe ich auch schon länger nicht gemacht. Müssten wir mal nächsten Freitag vielleicht mal ins Auge fassen. Ist eben halt eine Menge Mikromanagement drin, ne? Also wenn ich, Matze, wenn ich jetzt schon sehe, was wir an Aufträgen wieder hatten, also wenn wir heute nicht wieder eine Milliarde reißen, müsste das echt mit dem Teufel zugehen. Minimum. Ja, siehst du. Aber wir müssen uns echt angewöhnen, dass wir wieder mehr, ich weiß, dass Christian jetzt nicht so der Fan von ist, aber dass wir wirklich die Leerflüge vermeiden, weißt du?
Und selbst wenn es nur mal 200 oder 500.000 sind, aber bei der Masse an Flüge, die wir machen, rentieren sie sich auch ja wieder, ne? Das ist. Und vor allen Dingen, da kriegen wir ja auch noch Handelsdividende. Also Geschwader-Handelsdividende. Apropos Geschwader, wieso haben wir hier eigentlich keins aufpassen? Das ist eine Schlamperei hier. Ich schick dir mal. Ach, hat mir. Ach so, ihr ladet mich einfach nicht ein oder was? Was ist denn hier los? Was? Ja, dann schick bitte nochmal die Einladung. Ich wundere mich schon die ganze Zeit hier. Dankeschön. Das ist live, Freunde. So. Dankeschön. Jawohl. Wunderschön. Ich finde es ja auch immer wunderschön, mir den Landeanflug hier in der Außenansicht anzuschauen. Was der für Pirouetten dreht, ist unmöglich, ey. Ich meine, das würde kein, glaube ich, normaler Pilot machen. Das ist. Ja, wir sind hier gerade unterwegs mit der wunderschönen Beluga. Eins der größten Schiffe und witzigerweise eins der agilsten trotzdem, also von der Steuerung. Naja, jetzt geht es ja so einigermaßen. Jetzt fliegt er einigermaßen. Ey, er fliegt sogar einigermaßen normal mal ran, dass ich das mal erleben darf. Wunderschön. Jetzt sehen wir auch gerade, das sehen wir jetzt gerade hier im Detail so, wie er jetzt die Heckflügel zusammenklappt, hat man es gerade jetzt gesehen. Das sind so diese Details, die sieht man natürlich nur in der Außenansicht. Deshalb empfehle ich immer wieder mal auch mal da reinzuschauen. Kann man natürlich auch schöne Fotos machen, womit man die Kollegen mit Fahrer nerven kann, wenn man sie postet. Sehr schön. Das ist ja auch ein Riegel, das Ding, ey. Gut. Willkommen in Kisava Vision. Ja, wir fliegen jetzt hier so ein bisschen Passagieraufträge erstmal, bis unsere Crew hier wieder von der Staffel vollständig ist. Und dann werden wir hier wirklich so ein bisschen Space Trucking machen und Waren durch die Galaxie schieben und hoffentlich unglaublich reich werden. Ziel natürlich bei uns in der Staffel aktuell, unter anderem natürlich über kurz oder lang irgendwann in nächster Zeit mal auch den Staffelcarrier bei uns hier einzuführen. Weil, wie unser Staffelname ja schon sagt, hier sind wir ja eigentlich so, Ursprung ist Kolonia und da werden wir auch mal wieder hin tackern. Aktuell sind wir im imperialen Gebiet unterwegs, wie ihr seht. Hauptsächlich jetzt aktuell Kubeo. Von dort aus operieren wir aktuell rundherum. Und ja, wenn die Carrier da sind, werden wir uns auch mal so ein bisschen raustrauen, exploren und alles, was dazugehört. Und hier legen wir jetzt erstmal so die wirtschaftliche Basis. So, was haben wir? Ey, die Touristen sind hier unterwegs. Das ist ja. So. Ist denn hier mal was Rentables bei? Das sind alles so. Ja, hier Tourist mit Endlosstrecke. Das war jetzt nicht so das Ding, was ich wollte. Sehenswürdigkeiten. Ja, das ist mir jetzt alles zu lang jetzt gerade. Dass man dann doch eine ganze Zeit lang unterwegs. Das kann man mal für einen extra Stream, können wir das mal gerne machen, wenn ihr Lust habt. Elite Dangerous so mit den Touristen so längere Touren fliegen, so mit Sehenswürdigkeiten. Wenn ihr Bock habt, können wir das gerne mal machen. In einer anderen Folge. Ja, ist ja nicht so wirklich prickelnd hier auf der Station. 20 Touristen, 276.000, 54 Entwicklungshelfer, da reicht der Ruf nicht. Noch nicht.
ist dann hier noch mit der lukrativste. Ambigua. 27 Geschäftsleute suchen Transportmöglichkeit. Ja gut, laden wir uns die auf hier. Ja, ich habe jetzt gerade noch nachgeguckt. Ich habe also für uns jetzt 6 Aufträge, sind alle um die 50 Millionen. Mal sehen, ob ich gleich noch was auf dem Rückweg hier sehe. Vision. Wunderbar. Das ist ein Sprung. Perfekt. So, hier nochmal schöne Außenansicht von der Station mit der Beluga. Und los geht's. Ja, genau. Jetzt wollen sie schon meine Touris hier abfangen, ne? Das ist schon. Die Jungs sind hier hardcore drauf heute, ey. Ja. Es gibt ja übrigens, was ich sehr nice finde, sind diese Piratenlackierungen. Hast du die schon gesehen? Ja, es gibt ja fast alle Modelle auch so eine Piraten. Lackierung mit einem riesigen Totenschädel so auf der Seite drauf. Die sehen schon nicht schlecht aus. Also für Piratenjäger finde ich die auch durchaus passend. Ich glaube, die werde ich mir mal auf so einen Piratenjäger mal später drauf klatschen. Hier so auf die Crusader zum Beispiel oder so. Da würde ich gut drauf passen. Ja, genau. Ist klar. Und da haben wir jetzt Glück, dass wir in der Beluga sitzen, weil da ist Abfangen gar nicht mehr so leicht. Weil, wie gesagt, sie ist richtig wendig. Ja, komm her. Das wird nichts, Freund, hier. Von wegen abfangen. So nicht. Kann jeder kommen hier.
Bisschen Tempo weg an mir. Wunderbar. So. Die sind immer noch zu schnell. Jetzt bin ich schon wieder in so einen Drift reingekommen, Mensch. Ich finde das so ekelhaft. So. So, ganz nebenbei, wenn ihr gerade diesen Stream schaut oder das Ganze als Aufzeichnung seht, ihr findet mich auf Twitch unter twitch.tv/peruplays, auf Facebook unter peru4171 und natürlich PS4, die Community peruplays. Und wir fliegen hier in der Staffel GEOC, German Explorers of Colonia. Wenn ihr Lust habt, wir suchen noch Piloten, alle Infos dazu in den Bewerbungsunterlagen in-game, da könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen. Und ja, würde mich und uns freuen, wenn ihr auch vielleicht demnächst mit am Start seid hier. Aktuell, wie gesagt, sind wir unterwegs im imperialen System rund um Kubeo. Gerne nehmen wir auch Teilzeitpiloten. Wie gesagt, wir sind da offen für so gut wie alles. Ihr solltet natürlich wünschenswerterweise in dem Fall über 18 sein. Headset natürlich sollte auch selbstverständlich sein. Ansonsten natürlich, wie gesagt, familien- und anfängerfreundlich seid ihr uns willkommen. So, einmal landen bitte. Ach, der schöne Donauwalzer. Na, jetzt braucht ihr hier schon wieder bei den Sternhafendiensten. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht ausgerechnet den Livestream wieder abkackt hier. Dass er sich wieder aufhängt, ey. Nein, okay, sehr gut. So, was haben wir hier für eine Nachricht? Rufveränderung, das ist immer sehr gut. Falls es positiv ist. So, was können uns die Kollegen denn hier anbieten? Schauen wir mal, ob wir wieder was Richtung Kubio haben. Kriegsgefangene. Ja, das Problem ist, ich habe hier auch noch zu wenig Verbündete mit den Passagierflügen. Überall erstmal das Verhältnis verbessern hier.
So, schauen wir mal. Das sind 300.000. Da können wir doch nichts machen. 393.000 ist schon ein bisschen mehr hier. Kriegsgefangene. Oder Flüchtlinge. Da nehmen wir mal die Kriegsgefangenen hier. War in Winagiman. Okay. Dann schauen wir mal, wo der Planet ist hier. Wo bist du? Die Alexandria Base. Gut. So, also ich gehe davon aus, dass die nochmal versuchen werden, uns abzufangen. Ich habe nämlich jetzt Kriegsgefangene geladen hier. Schauen wir mal. Ja, gerade sage ich es noch. Und in dem Moment passiert es auch, natürlich. Keine Chance, Kollege hier. Ja, das war's wieder. So leicht lassen wir uns da nicht rauscatchen, Leute. Ich habe jetzt schon wieder das dunkle Gefühl, das wird wieder so eine Landung auf der Nachtseite. Deshalb switchen wir hier gleich mal auf die Schiffsansicht um, dass wir eventuell die Nachtsicht gleich noch aktivieren können. Also wenn Odyssey jetzt tatsächlich erst im Herbst kommt für die Konsolen, das finde ich schon ein bisschen doof. Ich will meine Space Lags endlich haben.
So, wie fliegen wir da denn jetzt am besten ran? Das sieht gut aus. Na, ein bisschen weiter rechts. So. Wollen wir sehen, dass wir hier eine vorbildliche Planetenlandung hinkriegen? Wollen uns ja nicht live blamieren hier. Och, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da dürfen wir ziemlich genau vor der Station rauskommen. Schon. Das sieht sehr gut aus. Jawohl, besser geht's doch gar nicht. Gleich bereit zur Landung hier. Matze, bist du jetzt gerade mit der T9 unterwegs oder mit deinem Clipper jetzt? Ja, hast du jetzt gerade ein bisschen abgebaut oder was hast du gemacht? Okay. Wie kommst du mit dem Abbau klar? Ja, okay. Naja. Ja gut, schon erschlossen ist ja nicht schlecht, weil du den ganzen Hotspot schon sehen kannst, ne? Okay. Ist so massiv bei dir gerade da, oder wie? Ah, die sind momentan sehr aktiv, die Jungs, also. Okay. Ja. Ja, gut. Wir machen jetzt sowieso erstmal Taschengeld fliegen, bis der Chris wieder da ist. Dann geht's wieder in die großen Millionen hier. Ja, gut. Na, nee, das ist richtig. So, viele Piraten. So, jetzt haben wir hier wieder Flüchtlinge. Touristen, natürlich. Allerdings können wir die nicht nehmen. Schade eigentlich. Na gut, dann nehmen wir hier unsere Flüchtlinge. Oh, in dieses Thema waren wir noch gar nicht. Das ist gut. Was ist das Miro? Was Miro Lunz? Okay. Ach ja, das ist auch gleich nebenan hier. Kann man machen.
Ja, auf Exploren hätte ich auch schon mal wieder Lust, weil, wie gesagt, jetzt habe ich endlich wieder eine Explorer soweit ausgerüstet. Mit allem Pipapo, dass sich das auch mal lohnen würde. Ist der Kurs drin? Ja. So, jetzt können wir eigentlich hier schon mal. Ach so, nachts sieht alles aus. Hat man gar nicht gebraucht. Jo, Feuer frei. Ja, hat Karlchen uns versetzt hier heute, wa? Das hat er extra noch gefragt, sollte ich ihm eine Nachricht schreiben? Schade. Ja, 18 Uhr hatten wir ja gesagt. Ja. Ja, wer weiß, was bei ihm wieder dazwischen gekommen ist. Jetzt wollen die mich schon wieder abfangen. Das ist so lächerlich. Jetzt bin ich gerade mal gestartet. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Dein Navi meldet sich schon wieder. Welcome back. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Touris an Bord. Die liefere ich ab und dann komme ich wieder nach Medupel. Und dann können wir, wenn ihr wollt, dann anfangen mit unseren Aufträgen hier. Zur Ruhe bitten. Das hört sich jetzt falsch an irgendwie gerade. Das ist. Ja. Ich muss sagen, Chris, unser 50 Millionen Detektor. Alles, was 50 Millionen ist, auf 100 Meter riecht er. Ja. Selbstverständlich. Ja gut, wir haben aber schon Tritium drin in den Aufträgen, aber da hast du ja auch zugestimmt. Hatte ich extra gefragt, können wir das machen? Ja. Ja. Ja gut, das machen wir aus der Portokasse hier, ne? Ja. Ja, kannst du nochmal schauen, weil ich brauche sowieso noch 2, 3 Minuten, bis ich hier meine Kollegen abgeliefert habe und wieder da bin. Jetzt habe ich eben so ein bisschen Rundflug gemacht mit wechselnden Touristenbesetzungen hier. Aber die Piraten sind hier sehr aktiv heute. Also sie haben schon 2, 3 Mal versucht, mich hier rauszuziehen mit Touris. Ja, eben nicht. Schade eigentlich. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Wäre noch interessanter gewesen. Nee, ich hatte also fast nur Touris. Einmal hatte ich politische Gefangene. Ja gut, das kann ich noch nachvollziehen. Aber die Touris, naja. Ja gut, als Sklaven verkaufen vielleicht, ne? So.
kriegt man ja öfter ja auch mal nette Angebote so für Sklavenhandel und so, ne? Hier schon wieder das gesuchte Raumschiff, die fette Beute, ist klar. Das sind alles Menschenhändler hier unterwegs, nur Menschenhändler. Unglaublich. Ja, hier, wie bei dir letztens, ne? Ein Meter vor der Station so ungefähr. Zieht der Kerl oder versucht mich rauszuziehen. Das ist allerdings Pech, weil die Beluga ist ein bisschen agiler als die T9. Was ich witzig finde, ne? Weil die Beluga dann doch deutlich größer ist. Ja, auf Kies gefurzt. So nicht, mein Freund. Dann springen wir jetzt manuell rein. Das ist die paar Meter hier. Zack. Gerade wunderschönes Bild, die Beluga in ihren blauen Antriebsstrahlen so reich eingehüllt. Ich habe schon gerade zu Matze gesagt, das wundert mich eigentlich, ne? Das Karlchen hatte ja extra gefragt, dass wir ihm Bescheid sagen, wenn es losgeht hier. Und jetzt kommt er nicht rüber, ja. Ja, natürlich. Ich habe ihm jetzt vorhin noch eine kurze Nachricht geschrieben. Beziehungsweise natürlich auch eine Stream-Einladung geschickt. Also müsst ihr auf jeden Fall Bescheid wissen. Ja gut, ich werde ihn da jetzt nicht hetzen, wenn er nicht rein mag jetzt oder kann. Man weiß ja nicht, was jetzt dahinter steckt, ne? Das ist. Alles gut. Natürlich, ja, das ist richtig. Du bist so rücksichtsvoll. Jetzt versuchst du, sich rauszureden. Ja, es ist, ja, ist klar. Wisst ihr jetzt, warum ich die Staffel auf 18 plus gesetzt habe? Ne? Er ist der Grund. Das ist ganz eindeutig. So, ja, da haben wir das. So, dann wollen wir schauen, ob hier was nach Cubeo ist. Das würde ja natürlich jetzt. Eigentlich, ja, es hat sich dann doch anders entwickelt. Na, dann müssen wir das händisch machen hier. Na gut. Stimmt. Ja, der ist ja nur so zur Unterhaltung aktiviert, ne? Ist klar. Was ja öfter vorkommt. Was ja öfter vorkommt. Ja, ich mache mich dann auf den Rückweg nach
Richtung Cubeo bzw. Medupe. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr da so jetzt, Chris? Okay. Nee, das ist doch kein Ding. Ja. Was hast du denn für einen Jumper genommen? Ach so. Also ich habe ja den Diamondback genommen. Den habe ich ja komplett leer gemacht. Da habe ich jetzt eine Sprungweite von etwas über 50 Lichtjahren. Also das ist wirklich ein Jumper. Also mit dem bin ich ja auch von Colonia hier rüber. Weil eben halt die Sprungweite dann doch besser war. Naja. Ja, das sowieso. Ja, dürfte auf jeden Fall interessant werden, zumindest. Ja. Potenzial ist da, sagen wir es mal so. Ja, Thema Warteschlange. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja, gerade diese Kettenaufträge. Ach so, bist du drauf, okay. Hier schon wieder. Du bist schon ganz schwer. Ey, die haben's. Heute habe ich das Schild auf der Stirn hier. Ja, danke. Vielen Dank. Da wollen wir doch gleich mal sehen, ob wir an deinem Dienstgrad noch irgendwas schleifen können. Lass mich mal kurz gucken. So ganz spontan. Welcher Ehrenrang? Welcher Ehrenrang? Hallo. Ja, natürlich. Master of Disaster, ja. Sag mal, wo war hier nochmal der rote Knopf? Sag mal. Nein, ich meine deinen roten Knopf, mein Freund, deinen. Das haben wir doch gleich gemanagt hier. Ich glaube, ich sollte doch noch den Schrankdienst hier einführen. Also. Den ersten Kandidaten hatten wir ja schon, ne? Ja. Ich hatte jetzt auch gerade, wo ich gelandet bin, wieder so einen kurzen Moment, wo er wieder in den Sternhafendiensten hing. Da dachte ich schon, er macht mir wieder den Vogel. Aber Gott sei Dank, hat sich gefangen. Ja. Seinen besten Kescher, ja. Ja, ihr merkt schon, Selbstbewusstsein in unserer Flotte ist sehr ausgeprägt. Insbesondere nach der ersten Milliarde haben hier einige Leute schon mal einen kleinen Höhenflug. Ja, aber bei dir ging es schon nach der ersten los, mein Freund. Ja, natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Ich bin auch dafür, dass Passagierflüge nicht mehr unter Millionenbeträgen stattfinden. Definitiv nicht. Das war früher mal so lukrativ, Mensch.
Naja. Ich meine, ich fliege es immer noch gerne, weil es einfach Spaß macht, mit den Schiffen zu fliegen. Aber wie gesagt, da musst du schon wirklich die weiten Strecken fliegen, also die rundum, einmal die große Hafenrundfahrt. Und dann kannst du schon zweistellige Millionenbeträge abgreifen. Aber dann kannst du gleich Richtung Kolonia fliegen, so mehr oder weniger. Richtig. Ja. Das, ja, gut, das ist. Und wenn du natürlich Pech hast, dann hast du so einen Nörgler, weißt du, ich liebe ja die Nörgler an Bord, ne? Dann suchst du immer gleich den Schleudersitz. Kannst du nochmal hier hinfliegen und Umweg hier da und da? Ja. Natürlich, selbstverständlich. Den Scheiß muss ich. Luke auf. Ja, dann winke ich von außen noch mit dem Schleudersitz zu, ne? Ist klar. Ja. Ja, Rauchen ist wieder erlaubt. Ich bin mal so frei und gestatte das Rauchen wieder. Spielt dann ja eh keine Rolle mehr. Ja, genau. Bitte schauen Sie links aus dem Fenster. Dort sehen Sie eine Rettungskapsel. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, wie ich Ihnen zuwinke. Ja. So. Das sind wir wieder in die Dupe. Dann werden wir gleich mal das Schiff wechseln hier. Ja, mit den T9ern rocken wir das sowieso schnell weg alles. Wie immer. Wenn der Preis heiß ist. So. Genau. So, T9, welcome back. Ja gut, wo bist du jetzt gerade, Chris? Welcher Hafen? Gut, dann gucke ich hier in Medupe, ob da auch noch was ist und dann können wir mal so langsam anfangen. Weil wir haben ja genügend auf Halde, so oder so, ne? Also an Aufträgen mangelt es jetzt nicht. Nee, das wissen wir, dass du den Hals nicht voll kriegst. Du bist schlimmer als ein Vogeljunges. Ja, nö, ist klar. Ach, hast du hier schon einen aufgemacht? Doch? Oder Matze, hast du einen aufgemacht schon? Matze redet nicht mehr mit mir. Boah. Nee. Okay, nee, weil ich sehe hier gerade eine laufende Mission. Ich habe gar keine aufgemacht. Habe ich die aus Versehen aufgemacht oder wie? Okay. Ja. Also das sind 800 Einheiten Indeed. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht die Welt, ne? Ja, dann ist er von mir, ja. Matze, soll ich dich dann bei den 800 schon mit reinnehmen oder soll ich den erstmal mit Chris fliegen, zu zweit? Okay, dann machen wir beide den Chris, oder? Weil es sind 800, das sind für beide 400. Ja, weil das kann man ja locker zu zweit im Fall des Falles. Nee, weil du gerade meintest, du bist beschäftigt, deshalb habe ich gesagt, im Notfall fliegen bist du zu zweit.
Okay. Ja, dann legen wir es auf 3 aus. Das ist ja nicht das Problem. Ja, muss das erstmal teilen. Ja, siehst du also dann. Also, doch. So, dann haben wir 800 und durch 3 sind es dann 266, 267 Einheiten für jeden. Ich teile den mal kurz. Warte mal. 800 Einheiten in Dietzsam. Zack, teilen. Da ist er. Ich schau mal schnell, wo da ein guter Kurs eventuell ist. Also das nächste ist gleich fast um die Ecke in Lambda 2 im Macquarie Landing für 9.472 Credits. Das ist das günstigste, was ich am Preis hier angezeigt bekomme. Und vor allen Dingen ist es von Station zu ist es von Station zu Station? Ja. Raumhafen. Ja, Macquarie ist ein Orbit Hafen. Nee, die erste sogar. Richtig. Ja, kurze Wege, ne? Vor allen Dingen, wenn die Kollegen hier wieder unterwegs sind, um uns ein bisschen abzugreifen, ne? Nein, um Gottes Willen. Unnötige Bewegung vermeiden. Unser Credo. Martin, danke dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Was? Welche Umlaufbahn? Was machst du gerade? Ja. Okay. Ja. Also ein bisschen Dynamik wäre ja nicht schlecht, ne? Ja. So, bin mal gespannt, wie viele Sekunden das dauert, bis der erste versucht, mich wieder abzufangen. Ich habe heute das Schild auf der Stirn, ich sag's dir. Muss ich mir erstmal wieder umgewöhnen, so träge wie die T9 ist hier. So, Feuer frei. Ja, müsste ja gleich nebenan sein. Ja, ist 300 Lichtsekunden von der Sonne entfernt. Also das ist... Bitte? Was ist? Guck hier, und ich bin kaum drin. Hier, ich bin kaum drin. Und ja,
Stimmen die Gerüchte. Es war so klar. Ich habe. Ja, genau, ja. Ganz große Spaß heute wieder hier. Richtig. Siehst du, und schon ist es soweit. Schon ist es soweit. Oh Gott, ja gut. Money for nothing, oder wie hieß es bei Dire Straits, ne? Ach, Leute. So, aber der scheint jetzt nicht so wirklich das tolle Schiff zu haben. Ich glaube, das hat sich gleich erledigt hier. Aber der macht ja gar keinen Boden gut hier. So, jetzt müsste er gleich auch sein hier. Was denn? Was denn? Ja, das gibt sich gleich wieder. Er meint, er kann hier ein bisschen Slalom mit mir spielen. Okay. Wie sagte der Wendler? Egal. Ja, dann ist er sowieso enttäuscht und hier, Abfangmanöver, FSA versagen. Pass auf, jetzt ja. Ach, guck mal, jetzt will er mich angreifen hier, der kleine Vogel. Ja. Ach, du liebes Lieschen. Ja. Werden wir jetzt gleich hier den Live-Tod erleiden? Bleiben Sie dran. Da geht er dahin. Ich bin weg. Und das für nichts. Und das für nichts, ne? Für nix. Nichts geladen. Nee, ich habe ja keins. Ja, von wem sonst? Ja, genau. Ist klar. Ist klar, mein Freund. Na gut, daran sind wir ja stark, ne? Aber da wir ja noch nichts geladen haben, also ich noch nichts geladen habe, müsste der Auftrag für mich ja, siehst du, ist immer noch für mich aktuell. Was ist das denn? Ich habe hier eine Station, die wird noch nicht mal ausgeschrieben. Du siehst nur das S und zum Schluss das F und dazwischen nur Sterne. Was für ein versauter Name könnte das sein, dass es geXt werden muss? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ja. Nee, ich bin geplatzt. Ich bin geplatzt. Das sind Vögel, du, ich sag's dir. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit ich jetzt weg bin. Aber das war eine fiese Möp. Ja, ist mal was los hier im Livestream heute hier, ne? Action. Explosion, alles dabei. Ja, heute ist extrem. Ja, heute ist extrem. Ja. Ja. Nee, das würde ich auch erstmal loswerden wollen. Gildohorn. Kind, kennst du Gildohorn? Bitte? Oh, bitte. Ein bisschen Kontenance hier, wir sind live, ja? Das muss ich den Stream hier noch ab FSK ab 18 machen hier. Meinst du?
Okay. Na, das kann ja was werden heute. Das verspricht, lustig zu werden. Okay. So, ich bin aber im selben System geblieben. Das ist interessant. Hier, ich bin gerade in Supercruise. Ich bin weit gereist für deine Fracht. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier los, sag mal? Das ist doch nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ich habe noch nicht mal Fracht an Bord, ey. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das Unterbrechen das nächste Mal zulasse, weil dann bin ich schneller wieder weg. Dann fängt er nicht wenigstens nicht gleich an zu feuern, weißt du? Oh, da vorne fliegt ein Matze. Ja, das ist ja geil hier. Live der erste Abschuss gleich. Wie Sie hören, Chris hat auch Bordservice. Einmal Kind befüllen, bitte. Das müsste der Matze da vor mir sein. Ja. Ich hatte dann Tagoiden Aufkleber am Heck erkannt. Ist so schön, dass du positiv denkst. Also wenn die jetzt so schon hinter mir her sind, wie wird denn das erst, wenn ich Ladung drauf habe, ey? So, was habe ich gesagt für jeden? 267, genau. Ja, du weißt doch, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung oder irgend sowas war das, ne? Ja. So. Indeed. Wieso ist Gold hier markiert? Und da ist der liebe Karl. Ich grüße dich auch. Willkommen. Alles gut. Ui. Ich hoffe, alles im Rahmen der Corona-Verordnung. Jetzt ist ganz still auf einmal. Jetzt wird still. Ja, das, ja, ist schon sehr powervoll hier. Ja, meine Freunde. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, vollständig integrierte Staffel hier. Wir grüßen unsere Freunde von drüben aus Österreich. So, 207. Was? Ja, ist okay. Ja. Ja, kleines Abissi. Abissi.
Ja, da geht's ihm halt nicht. Ja, schade, ne? Hilft ja nix. Na? Ja. Okay. Das stimmt ja. Oh je. Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist. Ja. Ich wusste es, ja, genau. Ja. Also. Ja, gut, aber ich habe es ja auch im Vorweg gesagt, ich will es jetzt hier im Livestream auch nicht so thematisieren, aber es ist immer halt so, einige Leute erarbeiten sich einen gewissen Ruf mit der Zeit, ne? Das ist. Man kann dran arbeiten, man kann es auch lassen, ja, das ist. Ja. Moment, den ein. Genau. Alles gut, kein Stress. Wir haben hier einen kleineren Auftrag, der ist gleich fertig. Dann kannst du beim nächsten gleich einsteigen. Musst dir keinen Stress machen jetzt. Natürlich. Ja, wir können ja hier gerade mal ein bisschen Cross-Werbung machen, ja. Jetzt haben wir schon Werbung gemacht hier für die Staffel Elite. Unser lieber Karl von der DUK in Star Trek Online. Wenn ihr da, so sieht's aus, wenn ihr da noch eine nette, sympathische kleine Staffel sucht, also Flotte in dem Fall natürlich, dann seid ihr da gut aufgehoben. Auch dieser alte Mann hier am Mikrofon ist auch manchmal da. Die Altlast. Die Altlast der Flotte sozusagen. Ja, so sieht's aus. Ja, lass nur kurz uns kurz nach Heil nach Hause kommen, weil die Piraten sind heute ziemlich aktiv. Das ist. Ich hatte nichts an Bord, die haben mich abgeschossen, ohne mit der Wimper zu zucken hier. Alles gut. Jo. Jo, 256. 266 beziehungsweise 267 machen wir Vorsicht, aber 267 pro Nase. Okay. Ja, haben wir richtig gut eingefädelt hier, ne? Versehentlich, okay. Natürlich. Mach die Muma-Ei. Oh, da hat's neben mir gerade jemanden zerlegt. Eine Beluga. Ach du lieber Himmel. In der Station. Jetzt fliegt hier die ganze Trümmer Soße durch die Gegend. Das war eine Beluga, ne? Ja. Tja, schade um das schöne Schiff. Aber direkt neben mir hier. Was? Naja. Ja gut, bevor er mir hier den Briefkasten verstopft, dann lieber so, ne?
läuft. Jo. Kommen Sie, staunen Sie, jetzt die nächste Runde rückwärts. Spaß für die ganze Familie. Jetzt zu steigen, Tickets lösen. Ja. Das kannst du ja in der Raumstation abholen bei der Macht unter Kontakten. Ja, da gibt es noch so ein bisschen Taschengeld, ne? Ja, ist nicht so viel, aber. Geschenkt ist geschenkt, ne? Ja, eher sowas, ja. Ja. Ja, bei mir sind es ja schon. Das sind jetzt auf Stufe 3, glaube ich, 5 Millionen, ne? Beim Machtspielen. Ja, Stufe 3 ist es, genau. Ja, oh, gut. Ja, Portokasse. Eine Tankfüllung, genau. Und tschüss. So, Kai, ich schicke dir mal eine Einladung, dass du gleich bei dem Auftrag mit profitierst. Warte. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgefangen nebenbei. Ja. Und nette vor allen Dingen. So nett und zuvorkommend, wie wir sind, vor allen Dingen. Das wollen wir ja betonen an dieser Stelle. Hast du die Einladung bekommen, Karl? Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann teile ich den Auftrag noch mit dir, den bitte annehmen. Da brauchst du jetzt nicht fliegen, da brauchst du nur noch gleich kassieren. So, sind 50 Millionen gleich, soweit ich lebend hier ankomme. Dann hast du ja schon mal gleich ein gutes Starttaschengeld hier heute. Echt? Willst du es jetzt auf VR-Brille spielen? Okay, da bin ich mal gespannt. Natürlich, dass du komplett drin bist. Natürlich. Natürlich. Okay. Schon da. Und er hat mich nicht angegriffen. Preise den Herrn. Unglaublich. Das ist wieder typisch, ne? Wo du leer warst, haben sie mich alle naselang angegriffen. Jetzt, wo ich die Ladung voll habe, keiner. Null. Ja. Das ist super. Was mit 2 Tonnen sind wir? Okay. Den Anschein von Armut erwecken, ne? Vielleicht hilft das, das ist. Natürlich. Das wollen wir uns auch verbieten, ja. Okay. Ja, wir auch. Wir hören dich auch doppelt. Aber ich habe auch so einen leichten Nachhall. Hat irgendjemand von euch das auf Lautsprecher? Ist eigentlich so ein Effekt, den du beim Lautsprecher hast, ne? Wenn du irgendwo. Ja. Das ist so. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich das Ding nochmal getuned habe, hier, die Neuner.
dass du nicht so viele Sprünge hast. Ach, guck mal, hier Gruppentreffen hier in der Station. Da haben wir die Matze, da oben ist das Karlchen, klebt an der Decke da irgendwo. Wie die Fliege. Ja gut, PS5 ist natürlich für mich aus verschiedenen Gründen momentan noch kein Thema. Aber insofern. So, dann gebe ich meinen schon mal ab hier. Ja, gut. Ja, aber wie gesagt, für mich ja sowieso nicht das Thema. Also ist das für mich auch nicht relevant, ob und wann die wieder ausliefern können. So, dann gebe ich mal einen Anteil ab. So, einmal haben wir schon. Und dann warte ich hier mal kurz auf euch. Na gut, das hatte ich jetzt vorhin auch gerade. 100 pro, 100 pro. Was übel ist, wenn du wegen nichts abgeschossen wirst, ne? Echt. Da hat der Vogel mich für nichts abgeschossen. Nee. Ja. Hat auch meinen Frameshift lahmgelegt, das heißt, ich konnte mich auch nicht raus warpen da. Um in STU-Sprache mal zu verfallen, kurz. Ich war auf dem Weg dahin, also Gott sei Dank hatte ich noch nichts geladen. Und witziger, das ist ja der Witz, leer haben sie mich angegriffen, als ich den ganzen Laden voll hatte. Da haben sie mich nicht angegriffen. Witzigerweise, ich bin jetzt ohne Angriff zum Ziel hier gekommen. Völlig, völlig komisch, ey. So, ich habe aber noch was geladen, was ich hier verkaufen wollte. Warte mal. Da ist es. Wo ist denn jetzt hier meine? Ja, da müssen wir mal personell ein bisschen aufräumen, glaube ich. Das ist so nix. Ich kann so nicht arbeiten. Nee, den Handelsprofit, den. Ja, was heißt automatisch? Er muss ihn sich ja an der Station abholen. Ne? Bei dem. Natürlich, ja. Die Dividende, ja. Die Geschwader-Dividende. Das ist ein guter Tipp. Lunasek, danke für dein Follow. Welcome. So, wer hier auch so viel Spaß von allein beim Zusehen hatte, sollte schleunigst in unsere Flotte mit eintreten. Hier, GEOC, German Explorers of Colonia. Wir suchen noch nette Abenteurer, Händler und Explorer. Das Ganze Ü18, familienfreundlich, anfängerfreundlich. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Doch, so wunderbare Menschen, wunderbare Menschen. Ja, es hilft, einiges zu verarbeiten, was hier passiert. Aber es ist. Richtig, also nicht, wir haben einen hohen Migrationsanteil. Es ist international. So, da sehe ich schon jemanden kommen. Das ist der Chris, jawohl. Bist gerade im Anflug, ne? Wir sind im Sternengebiet Kubio, im Sektor. Richtig.
Das sind keine Staffelaufträge. Staffelaufträge sind ja immer die mit den drei Punkten, ne? Der Dreieck mit den drei Punkten, das sind Geschwaderaufträge. Aber wir haben ja genügend. Ja. Aber wir haben ganz viele Aufträge, Karl. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist klar. Ich meinte jetzt nicht die schwarzen Punkte auf gelbem Grund, ne? Also, dass da keine Verwechslung aufkommt hier. Nein, das ist die Blindenbinde. Die sollte man auch in Österreich kennen. Die lange Leitung des Tages. Ja, die lange Leitung des Tages geht nach Österreich heute. So. Ja, bei mir auch. Also wie gesagt, der Rückweg war wirklich stressfrei. Das war. Ja, der gute Chris. Was? Was zur Hölle? Ja, meine Damen und Herren, Chaos wieder hier pur. Ein ganz normaler Tag in unserer Flotte. Staffel. Ja. Man muss nicht bekloppt sein, hier zu arbeiten, aber es ist erleichtert das Ganze enorm. So, jetzt müssen wir mal aussteigen, mal gucken, dass der hier mal durch die Luke kommt, der Herr von und zu hier. Wo ist er denn? Bist du schon drin? Ist er schon drin? Chris, bist du schon drin? Wo klebt er denn? Ach, da. Da ist er, glaube ich, oder? Jetzt gib erst mal ab, bevor du annimmst. Ist klar. Der Karl braucht Taschengeld. Liebe Kinder dieser Welt, gebt uns euer Taschengeld. Jetzt. Oh. Ja, ich will auch nur 50 Millionen. Ich bin bescheiden. Da würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir erstmal die Minute-Aufträge machen, ne? Dass wir nicht immer so wechseln müssen. Ja, also das nächste, was ich habe hier, ja, ist Adelmann. Da haben wir Palladium zum Beispiel. Das ist sehr großzügig von dir. So, liebe Kinder, macht die Hände auf. Ich habe ein bisschen Taschengeld für euch. Ja, hui. So, ja, ich wusste es. So viele Sterne. Ja. Aber weißt du, was witzig ist und was leider ein bisschen ironisch ist? Auch hier kann man nicht auf dem Mond landen. Im Sol-System, also es wäre genau dasselbe. Ja, genau, ein Schiff wird kommen. Natürlich, aber wer sich uns wahnsinnig genug ist, sich uns anzuschließen, der wird das sehr bald verstehen. Es ist. Oh, Entschuldigung, enchanté. Ja, normalerweise schmeißen wir die Kiste gar nicht dafür an, aber wir sind heute in der Geberlaune. Wir sind in Geberlaune. Ja, wieso? Er ist doch im Geschwader drin, da müsste er es doch auch mitkriegen. Hast du angenommen den Auftrag auch? Weil ich habe ihn auch im Auftrag gesehen, also er müsste auch bekommen haben. Aha.
War zeitlich verzögert oder? Okay. Wunderbar. Siehst du, hast dein erstes Taschengeld. Also ich habe jetzt in Medupe nichts mehr. Hat jemand von euch noch was in Medupe jetzt? Schaut mal. Matze, Chris. Ja, also richtig, komplett, 50. Ja, dann hau ihn raus, dann hau ihn raus. Das weiß ich nicht. Ja, würde ich mal sagen, läuft, ne? So, ja, einfach mal so, ja. Natürlich. Natürlich. Was? Karl, wie viel Inventar hast du jetzt? Was kannst du laden? Also da bist du, da, Moment, dann bist du über etwas über 500, ne? Ich glaube 510 oder 520 müsstest du, glaube ich, haben dann. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß, habe ich ihm auch schon gesagt, ja, dass wir das nochmal. Du hast 720, wunderbar. 4. 4 T9. Das heißt, Moment. Ups. So, 822 waren das, ne? Jo, dann sind das für jeden 205,5. Also einer lädt 206 oder alle 206. Ja, kann ja einer ein bisschen mehr laden. Das kannst du jetzt zum Beispiel machen, Matze. Ja, nö, alles gut. Alles gut. Nee, also ich habe es gerade ausgerechnet. Für jeden werden es, wenn wir es durch vier teilen, diesen Auftrag 205,5 Einheiten. Aber Matze meinte eben noch, da ist noch ein Folgeauftrag mit Silber. Da kann er ja ein bisschen mehr mitnehmen. Moment, wir haben ja mehrere Silberaufträge. Da machen wir doch alle komplett voll. Also Rieshapf zeigt aktuell 4.300 Einheiten ein an für 41.000. Schauen wir mal, ob wir was Günstigeres finden. Ja gut. Ja, aber guck mal, du hast Wademann plant 33.516 zum Beispiel im Nun-System. Der hat 2.320 Items liegen. Du fliegst nicht mehr los. Meinst du? Hm. Okay. Also Mugong hätte 64.000. Ja, aber das ist eben halt eins, was auch näher dran ist, noch Mugong, ne? Also das müssten fast alle von uns mit einem Sprung schaffen, ne? Mehr oder weniger. Ja gut, dann machen wir das so, dann machen wir alle voll. Genau. Ja. 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 Richtig. Genau. Immer schön nach der Reihe. Genau.
Tinnitus Sanctus. Ja, wie gesagt, Mugong wäre eine Alternative. Chris, bei dir, was hast du anzubieten? Ja, also Nomura wäre ja 27 Lichtjahre. Das müsste er ohne weiteres schaffen. In Mugong. Ja. Nee, dann würde ich. Ja, sonst Fikal mit mir nach Mugong. Ne? Karl? Karl? Karl redet nicht mehr mit mir. Ist Karl uns jetzt verloren gegangen oder was? Okay, ja, dann gehen wir auf normal. Ups. Ja, wir machen es dann mal so auf den Weg, ja. Also wir beide, Karl, fliegen ins Mugong-System. Wie man spricht, Mu und dann leert und dann Gong. Sag mal Bescheid, wenn du es gefunden hast. Untersuchst du dir Nomura Orbital, das ist eine Raumstation. Da holen wir das ab. Ah, und schon versucht der, diese Zecke mich abzufangen hier. Die Namura-Station. Namura-Orbital. So, jetzt bin ich schon mal den Piraten von der Hacke hier. Ach, der Matze ist auch unterwegs dahin, okay. Auch gerade beschäftigt mit dem Kollegen hier. Ja. Oh je. Kannst du dich wegboosten oder hat er dein FSA schon gestört? Na. Oh je. Ich habe fast die Befürchtung, das werden wir heute das ein oder andere Mal erleben.
Ja, natürlich machen wir aus der Portokasse locker. Ja. Willkommen im Club. Richtig. Ja, das hatte ich vorhin auch, Gott sei Dank. Nee, das klingt nicht gut, ne? Natürlich. Ja, toll. Entkommen durch Zerstörung. Sehr schön. Ja, das andächtige Schweigen hier. Ich hab's geschafft in die Station. Die Hälfte haben wir schon mal. Das freut mich für dich. Ich bin da ganz bei dir. Na, wartet doch jemand auf dich, ja? Okay. Ja, Kreuzfahrtschiffe können wir mitleben. Das ist. Absolut. Natürlich nicht. Ja, so ein Jedi wäre jetzt nicht schlecht, ne? So eine mentale Beeinflussung. Oh. Ja. Ja, ich bin jetzt auch gespannt. Ich habe jetzt auf Rückflug gemacht, bin mal gespannt. Spannung steigt, ich fliege los.
Ja. Das war ziemlich hackelig. Ja gut, damit müssen wir immer rechnen, aber immer wieder rausgehen, das ist ja endlos. Ja. Ja. So, dem Kollegen bin ich weggeflogen. So nicht. Toll, jetzt wollte er mich abfangen, jetzt schickt er erst eine Feindwarnung. Ein bisschen spät, geringfügig spät. Das sind Vögel, doch, ich sag's dir. Ach, nee, Zeitbonus. Drin was Neues. Gut. Sumidu, willkommen. Also je, eins ist ja tröstlich, je mehr wir abgearbeitet haben, desto geringer wird unser Risiko wieder, dass wir abgefangen werden. Läuft. Der Bordcomputer brennt gerade wieder durch. Unglaublich, lässt er mich tatsächlich ohne weiteren Angriff hier durch? Na, schauen wir mal. Hast du mehrere Sprünge, Karl, nach Mugong? Okay, wie viele denn? Okay. Ja, wie viel waren? Vier Sprünge, das ist aber viel. Du hast aber den höchsten Frameshift drin, oder? Ja, den müssen wir dir unbedingt mal suchen, Karl. Weil dann hast du ja sechs oder sieben Sprünge dann zurück. Ja, da müssen wir mal bei Gelegenheit schauen, wo wir den für dich kriegen. Das können wir ja nachschauen, wo der gerade vorrätig ist. Weil so quält er sich ja ziemlich ab da. Ja, ich fliege ja gleich ein. Ich schaue auch gleich nochmal hier auf dem Markt. Die Frameshift immer A. Das sage ich ja immer. Alles außer Frameshift kannst du auf D machen, aber Frameshift definitiv A. Mit der höchsten Leistung. Weil sonst quälst du dich da ab bei solchen Strecken. So, das
Gruppe. Sehr schön. Ja, bloß du wirst ihm halt, wenn du jetzt voll beladen bist, hast du wieder ein paar Sprünge mehr, ne? Zurück wirst du länger brauchen als beim Hinflug. Ja, wenn du abgegeben hast, können wir ja mal uns einen kurzen Moment geben, dass du dir mal schnell dann einen besseren Frameshift ausrüstest. Nö, das ist richtig. Wichtig ist, wenn du ihn eingebaut hast, erst danach und wenn du beladen bist, erst die Rückroute berechnen, weil sonst stimmt die nicht mit der Sprungweite, ne? So. Ja, genau. Nee, Nomura Orbitalkalt. Ja, super. So, ja, dann nutze ich mal die kurze Pause hier für einen kleinen Blick durch die Station. Jo, dann nutzen wir die kurze Pause. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Twitch-Streamer-Zuschauern. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächsten Freitag 18 Uhr geht's weiter. Mal sehen, was wir dann zocken. Vielleicht Elite, wer weiß. Und wenn ihr bis auf den Geschmack gekommen seid, auf den verrückten Club hier, einfach in-game bewerben. Unter GEOC, die German Explorers of Colonia. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, schönen Abend, schönes Wochenende.